Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Deutschen Filmmuseums und des Afrika Live Festivals. Ich freue mich, dass wir heute Abend sozusagen einen ganz besonderen Abend haben mit einem besonderen Film. Ich freue mich, dass wir Malte Rauch heute Abend hier zu Besuch haben und möchte ihn ganz herzlich begrüßen. Es gibt noch eine ganze Menge andere Leute hier im Publikum, die sozusagen auch in irgendeiner Form mit dem Film oder mit der Hauptperson zu tun haben. Die würden wir vielleicht dann nachher oder bist du jetzt schon? Die werden wir alle in der Diskussion kennenlernen. Die würden wir in der Diskussion kennenlernen. Genau. Ich glaube, ich brauche auch gar nicht so viel zu Malte Rauch zu sagen. Er wird den meisten Leuten hier bekannt sein. Er ist genau, Frankfurter Filmemacher, Journalist, hat sehr viel fürs Fernsehen, aber auch für Printmedien gearbeitet, beim Hessischen Rundfunk, WDR, für den BBC in London. Lange Zeit warst du auch in Paris und hast dort genau auch hauptsächlich geschrieben. Und genau, vielleicht einfach noch ein paar Filme. Du hast auch sehr viel in Afrika gedreht. Da habe ich jetzt nur Monkey Business, die Afrika-Legende von 1988, Frankfurt-Kunakri. Ich weiß noch, eine Hessenschau, als der Jean-Claude Stadtrat wurde, habe ich eine Hessenschau gemacht. Darüber. Ja, genau. Mit Jean-Claude hast du auch sehr viel, also außer den langen Filmen, noch einen 45-Minüter für den WDR und eben noch ein paar kleinere Beiträge gemacht. Sonst noch hast du die Rollbahn gedreht von 2003, John Hendricks, Blues. Blues March, der Soldat John Hendricks, 2009. Ja, vielleicht soweit erstmal. Und du würdest jetzt einfach noch ein paar Sätze zu Jean-Claude Diallo sagen. Normalerweise sieht man ja den Film und wir diskutieren dann hinterher. Aber ich möchte noch sagen, es ist 10 Jahre genau her, dass Jean-Claude gestorben ist. Und der Schock sitzt mir immer noch in Leib und Seele. Und eigentlich hatte ich vorgesehen, dass der Jean-Claude bei meiner Beerdigung spricht, weil er das von uns allen am besten konnte und am herzlichsten. Insofern sind wir alle immer noch ziemlich geschockt. Der Film ist entstanden. Der Jean-Claude kam mal zu mir und hat gesagt, ihr habt doch diesen Film über die portugiesische Revolution gemacht nach 50 Jahren Faschismus, wie das Land demokratisch wurde, und genau das passiert jetzt bei uns in Guinea und wir müssen da sofort hinfahren und das drehen. Und dann habe ich gesagt, gerne, und habe bei allen Redaktionen angerufen und die haben immer von Guinea, Neuguinea gesprochen, das liegt glaube ich im Pazifik, und sie wussten nicht mal, wo das ist und hatten null Interesse. Und dann bin ich mit dem Jean-Claude durch die Redaktion getingelt. Und der hat die alle überzeugt, dass wir kürzere Beiträge machen, die dann aber immer länger wurden. Und zum Schluss hatten wir dann aus vielen, genau wie bei Viva Portugal übrigens, aus vielen kleinen Beiträgen haben wir dann den großen gemacht. Ist vielleicht heute ein bisschen lang. Damals wollte man jeden Meter davon sehen. Ist vielleicht heute nicht mehr ganz so. Aber was man vielleicht noch sagen sollte, der Film ist ja noch auf Film gedreht, also richtig Zelluloid oder was ist das? Ja, genau. Und das ist diese eine Kopie, die ist durch sehr viele Veranstaltungen gelaufen und Säle. Ich weiß nicht, in welchem Zustand die ist. Ich hoffe, sie hält es durch bis zum Ende. Ja, sollte eigentlich sein. Genau, und wir zeigen irgendwie die deutsche Fassung sozusagen. Ja, genau. Es hätte sonst noch eine französische Originalfassung gegeben, aber wir haben uns dann doch für die deutsche Fassung entschieden. Und es wird eine ganz kurze Pause geben, weil dann die Rolle gewechselt werden muss. Okay. Wie früher. Ja, genau. Okay, dann gute Projektion. Ja, dann möchte ich nochmal ganz herzlich Malte Rauch begrüßen und auch die anderen Anwesenden, die an dem Film beteiligt sind. Eva Vosen ist auch hier, die den Schnitt gemacht hat. Und und eben die Familie von Jean-Claude Diallo. Ja. Ich habe vorhin vergessen, die Familie vorzustellen, ist fast vollständig da. Die Barbara Diallo und die Kinder,
Ihr könnt ja vielleicht mal, ich nehme an, dass ihr sicher gleich die Diskussion übernimmt. Und ich denke auch, dass andere Leute im Publikum wahrscheinlich Bescheid wissen, falls die Frage auftaucht, wie es heute in Guinea ist. Keine Ahnung. Ja, genau. Wie lange warst du damals für den Dreh in Guinea mit dabei gewesen? Wir waren mehrfach da, weil wir nur kleine Aufträge hatten. Ja, ja. Also irgendwelche Magazine für WDR und für ZDF. Die waren dann so sehr interessiert, dass sie zusammengearbeitet haben, obwohl die konkurriert haben. Der ZDF-Mann hat gesagt, also wenn ihr einen Schwenk habt von links nach rechts zu dem Baobab, dann bitte für den WDR den von rechts nach links und nicht dasselbe Material. Also sie haben das sehr unterstützt, aber es gab keine Möglichkeit, so einen Film im Fernsehen irgendwie unterzubringen. Der ist auch nie gelaufen. Der ist eigentlich immer nur im Kino gelaufen. Übrigens hier auch, mit dem Jean-Claude zusammen. Also ihr seid eigentlich darunter gefahren, ohne dass ihr, genau, oder hattet ihr schon einen Auftrag gehabt sozusagen? Oder, also wir hatten kleine Aufträge, aber das meiste haben wir eigentlich so gedreht. Ich meine, man sieht es dem Film ja auch an, wir haben alles auf uns zukommen lassen. Ne? Da war ja, nichts, das ist ja auch nichts das, geplant. Das ist ja auch das Spannende eigentlich, finde ich, an dem Film. Ja. Gerade, ja. Mhm. Weder die Überfahrt über den Fluss war geplant, die war geplant, doch. Sonst eigentlich, also wir hatten kein Konzept, wie der Film jetzt aussehen soll. Mhm. Niemand konnte auch ahnen, dass am Ende wir allein nach Hause gefahren sind und der Jean-Claude und die Barbara dort geblieben sind, weil er Minister geworden ist. Und gab es dann eigentlich nochmal Überlegungen, das vielleicht noch ein bisschen weiter zu verfolgen, also in der Zeit, als er dann dort war? Wir waren dann noch ein oder zweimal da, ja. Wir haben auch noch einen anderen Film gedreht über die Flüchtlingsproblematik hier. Der hieß Flüchtlinge fallen nicht vom Himmel. Mhm. Und aber sozusagen ihn dann in seiner Rolle als Staatssekretär sozusagen ein bisschen zu begleiten, das wäre dann... Nee, das war auch nicht so lange, oder? Mhm. Ja, es war ja ein Zeitraum von Anfang 95 bis Ende 85 bis Ende 86, oder? Ich bin mir jetzt... Ich war so klein. Das sind die Herren, die da als Baby rumlaufen. Und könnt ihr mal das Mikrofon nehmen? Also er war in der Regierung vom Januar 85 bis März 86 und dann ist er zurückgetreten. Und in der Zeit, die Filme, die du danach gemacht hast, die waren dann, die waren später. Weshalb ist er zurückgetreten? Ja. Er hatte ja sehr eng mit diesem Franzosen, der ihn auch letztendlich, der dafür verantwortlich war, dass er in die Regierung reinkam. Mit dem hat er sehr eng zusammengearbeitet und sie hatten bestimmte Vorstellungen, wie die Politik aussehen soll und hat halt nach einem halben Jahr, also nach diesem Putsch, der da stattgefunden hat, von dem auch der Film im Nachspann spricht, nach diesem Putsch sind Dinge passiert, die der Jean-Claude eigentlich nicht, das konnte er nicht gutheißen. Da wurden diese Leute, die da geputscht haben, die wurden einfach umgebracht und das war was, also es war vollkommen gegen die Vorstellungen vom Jean-Claude, wie man mit solchen Dingen umgeht. Und dann hatten sie auch versucht, so wirtschaftliche Veränderungen durchzusetzen. Und ja, da haben sie irgendwann gemerkt, dass das einfach nicht funktioniert, dass sie einfach zu klein waren, um gegen diese internationalen Märkte und Mächte, die da ihre Hände im Spiel haben. Das war für ihn dann der Punkt, wo er sagte, ich kann hier nichts erreichen, ich kann nichts verändern. Im Gegenteil, wenn ich bleibe, dann bin ich Mittäter.
Ja, und das war so, waren so die Gründe auch, die, weshalb er gegangen ist. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Frage habe ich befürchtet, ja. Also es ist eigentlich relativ stabil jetzt. Der jetzige Präsident ist, ich glaube, er war sogar ein Freund von Jean-Claude, und der ist jetzt Vorsitzender der Afrikanischen Union, und die versucht, macht einen neuen Versuch, eine Unabhängigkeit in Afrika irgendwie halbwegs herbeizuführen. Der letzte Versuch war übrigens von Gaddafi unternommen worden. Wenn man hier Gaddafi sagt, denkt man an King Kong und an irgendwelche furchtbaren Unmenschen. Aber der Gaddafi hatte ein Projekt über Jahrzehnte eigentlich verfolgt, nämlich Afrika zu vereinen, unter seiner Führung natürlich, aber es stand unmittelbar bevor, dass es eine afrikanische Währungsunion gab mit einer zentralen Bank, die von den Milliarden von Libyen finanziert worden wäre. Und das war wohl, wie sich nach und nach herausstellt, und wenn man jetzt schon ein bisschen recherchiert, ist das ganz eindeutig, das musste verhindert werden, weil der ganze Handel mit Afrika, also mit Bodenschätzen und mit allem anderen, läuft über, einerseits über den Franc CFA, also den von den Franzosen eingeführten Franc, der über die französische Zentralbank läuft, ohne jedes Mitspracherecht der Afrikaner. Das heißt, die können die Preise diktieren, die können, was ihnen nicht passt, alles verhindern, indem sie den Geldhahn zudrehen. Manchmal muss man noch ein bisschen die Armee schicken, die dann in humanitären Einsätzen eingreift, seit der Unabhängigkeit 50 Mal, also jedes Jahr einmal bis heute. Außerdem ist ja, wie man täglich in der Presse lesen kann, eine ungeheure Wasserknappheit in Afrika. Und unter Libyen ist der größte Wasservorrat weltweit, aus der Eiszeit ein riesiges Wasserreservoir. Und Gaddafi hat seit Jahrzehnten ein Riesenprojekt gestartet und zu Ende geführt. Das heißt Great Man Made River, GMR. Ist mit Siemens und anderen deutschen, auch europäischen Firmen gebaut worden, aber mit dem Geld von Libyen. Und das heißt, sie brauchen auch keine Kredite dafür aufzunehmen. Und die Wasserversorgung in Libyen war 100% gesichert. Ebenso auch wie die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln. Und Gaddafi war eben kurz davor, dieses Wassersystem auf andere afrikanische Staaten auszudehnen. Und da waren einige Firmen wie Veolia in Frankreich, die größte Wasserfirma, waren nicht so sehr daran interessiert, dass das irgendwie unter afrikanischer Ägide passiert und auch noch staatlich, also ohne private Gelder. Und die ersten Bombenangriffe, aus humanitären Gründen, wohlgemerkt, galt diesem Wassersystem. Es wurde komplett zerstört. Und jetzt ist die Wassernot auch in Libyen sehr verbreitet. Das klingt alles abenteuerlich, wenn man jeden Abend die Tagesschau sieht und gesehen hat, wo man weiß doch eigentlich, dass hier ein Diktator beseitigt wurde und die Bevölkerung gerettet wurde. Aber das ist nicht so gewesen. Und um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, weil ich arbeite gerade an diesem Libyen-Ding, und das macht einen wahnsinnig, je mehr man da recherchiert, was dabei rauskommt. Aber die Afrikanische Union unter Leitung des Präsidenten von Guinea versucht jetzt einen neuen Anlauf, eine Vereinigung verschiedener afrikanischer Staaten zustande zu bringen. Vielleicht ganz kurz, weil es mich jetzt auch selbst so beeindruckt hat. Die ganz einfache Antwort auf die Frage, wie es heute aussieht, ist im Prinzip
dieser Film, der jetzt fast 35 Jahre alt ist, aber letztendlich Themen aufgreift, die heute genauso aktuell sind wie vor 35 Jahren. Leute, die über die Felder reden, dass da irgendwelche Flugzeuge drüber geflogen sind, das Ding haben wir heute mit irgendwelchen Glyphosat-Thematiken, dass die Märkte überflutet werden mit subventionierten Agrarprodukten aus Europa, das ist heute so präsent wie damals, dass das ist der Irrsinn, dass die Antwort eigentlich in dem Film schon drin liegt, ja. Und das Ganze so, schon so alt ist wie ich und vielleicht sogar noch älter. Mit dem Thema der Entwicklungshilfe, das fand ich auch interessant, diese Aussage. Ich finde den Irrsinn auch, dass unter einer demokratischen Regierung es auch nicht anders ist, ja. Das ist das Allerverrückteste für mich. Hallo, ich bin Toba, ich bin auch aus Guinea und ich wollte nur eine Bemerkung machen über diese Korruption, die hier sehr massiv in den Filmen gezeigt wird. Ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, es gibt auf dieser Erde kein Land, wo nicht Korruption gibt, von Nord bis Süden und von Westen bis auch Länder sogar, wo eine gewisse Entwicklung ist, wie hier in Deutschland. Es gibt auch Korruption. Das heißt, es gibt ein Sprichwort aus Kongo, besagt, ein Honigtopf ohne Deckel wird von allen sämtlichen Fliegen angeflogen. Das ist wahr. Und wir sehen hier auch Berlin-Flughafen. Ja? Das heißt, wenn Kontrollsystem nichts funktionieren, dann natürlich Länder, wo also einfach diese Not größer ist, jeder guckt mal, wenn er eine Position kriegt oder eine Chance hat, etwas mitzuhelfen oder zu bauen, er sagt zuerst mal, ich muss mich bedienen. Und das ist der Fall in Guinea. Aber wie gesagt, wie Malte sagte, die Situation stabilisiert dann langsam. Aber solange wir nicht in der Lage sind, unsere Ressourcen gut zu verkaufen. Und wenn die Hinterlassenschaft von Regierungen, die vorher waren, so schlimm sind, dass die Nachkommen nicht in der Lage sind, schnell in den Griff zu kriegen, wir werden sehr lange auch in Schwierigkeiten stecken. Ich konnte mehr sagen über meine Erfahrung oder Jean-Claude Erfahrung sagt alles eigentlich. Und muss man sagen, dass die Situation ist komplexer geworden, sehr komplex aufgrund dieser neuen Welthandelssysteme. Wenn ein Land heute in Guinea, wie Guinea oder andere, sich weigert, sich zu beugen zu internationalen Bestimmungen, dann wird nicht nur öffentliche Gelder, die von Regierungen kommen, sondern auch von Privaten, dass die arbeiten Hand in Hand, um zu stoppen jegliche Faste von Investitionen. Das ist das Problem heute von Ländern Afrikas. Und wenn man nicht das im Auge hat und das komplexe System versteht, dann man kann nur schnell beurteilen, ich bin kein Historiker, die Geschichte von Guinea wird irgendwann mal, und wir haben selbst angefangen, wir haben Historiker, die angefangen haben, darüber zu schreiben, die Wahrheit darzustellen, und deshalb muss man abwarten und sehen, dass eine nur muss dazu sagen, wir müssen, wenn wir weiterkommen, wir müssen unsere Hauptaufgabe machen, Hausaufgabe. Das heißt, die Verantwortung, die uns liegen und unsere, egal welche Form von Investitionen oder wie man sagt, Entwicklungshilfe, das sind eigentlich Projekte, die man sagt, Win-Win-Projekte, das ist keine Entwicklungshilfe eigentlich für mich. Das sind Geschäfte, die, wie man Französisch sagt, gagnant-gagnant, dass die westlichen Länder gewinnen und wir auch gewinnen. Nur wenn keine sogenannte politische Wille vorhanden ist, es wird nicht auch weiterkommen. Deshalb muss man weiterkämpfen. Wir hatten ja vor einer Woche, nee, vor ein paar Tagen haben wir einen Spielfilm hier von einem Regisseur aus, wo, Gabun war der, oder? Benin. Und
Das stimmte, es war gespielt, ich weiß nicht, wer ihn hier gesehen hat. Und Leute hielten das für übertrieben und gespielt hat es ja auch. Er hat selbst die Hauptrolle gespielt eines Präsidenten. Aber da stimmte alles, ja. Was ganz schreckliche Sachen in dem Film. Nur eins stimmte nicht, das war das Happy End. Also der Präsident hat sich durchgesetzt. Und aber er hat gesagt, er wäre es leid, dass die Präsidenten alle umgebracht werden und dass die Leute, von denen der Abu gerade geredet hat, die sind meistens tot, also Sankara oder gut, einige haben überlebt, der Rawlings, aber die hat man anders irgendwie in den Griff gekriegt, aber viele sind einfach ermordet worden. Ja. Und er sagt, er ist es leid, dass die immer ermordet werden und in seinem Film hat er überlebt. Es war allerdings ein Spielfilm. Ich wollte noch mal fragen, was aus dem Reisfeld geworden ist. Hast du da irgendwas gehört? Das würde mich mal interessieren. Ich weiß nicht, Familie Diallo ist ja hier, aber ich habe das Gefühl, das war ein bisschen Fiktion, wo der Jean-Claude durch das Reisfeld läuft und sagt, das ist Trockenreis und das ist feucht und so. Und ich glaube, er war nicht so der große Reisexperte. Ich würde gerne noch mal fragen nach den Situationen, die eine Apartheid gezeigt haben. Also das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, denn da gibt es doch bestimmt keine Gesetze wie in Südafrika seinerzeit dazu, sondern das hat sich so entwickelt, weil die Weißen sich so niedergelassen haben und das dann behauptet, oder wie ist das entstanden? Jedes Rohstoffprojekt ist von Haus aus Apartheid. Es wird also investiert in Maschinen, die Milliarden kosten, und das Dorf bekommt manchmal einen Brunnen. Dann heißt es, ihr müsst warten. Ja? Es gibt also Dörfer, zum Beispiel in Chile, in Mosambik, die haben seit 20 Jahren immer nur, wird dort weggetragen. Die haben noch kein Krankenhaus, die haben noch keine Schule, die haben noch keinen Brunnen, aber es wurde 500 Milliarden investiert und 2 Milliarden weggetragen. Ja. Das heißt, es ist also so eine, diese ganze Zirkus, so sozial responsible Investment, das ist alles Theater. Da wird wirklich nicht das Allermindeste gemacht. Diesen Leuten in Chile haben sie sogar noch die Bäume geklaut. Die haben gar nichts. Gell? Und da hat es jetzt Konflikte gegeben. Die haben zum Beispiel denen verboten, durch die Mine zu laufen, und haben einen Ansässigen erschossen. Darauf hat der Ort praktisch die Mine überfallen, alles platt gemacht, alle getötet. Und die Südafrikaner hatten Glück, dass sie abgehauen sind rechtzeitig. Ja. Und da passiert jetzt überhaupt nichts mehr. Gell? Und das sind aber Sachen, in dem Film, den ich auch gesehen habe, mit diesem Dorf, das da niedergebrannt wird. Das war ein Dorf, in Realität passiert das tausendfach. Ja. Und es gibt 1000 Minenprojekte in Südafrika, in Afrika, die alle von südafrikanischen Fachleuten beherrscht wird, die dort schon die Apartheid praktisch einführen, indem sie nicht in die Community investieren. Die kriegen gar nichts, außer dass sie ausgebeutet werden und früh sterben und bei Penitent erschossen werden. Und dieses ganze andere ist nur Theater. Ja? Da passiert, also ich habe ja keine guten Beispiele gesehen. Es war auch schwierig, da irgendwas zu machen. Und die Leute, die ich da beraten habe, das waren Afrikaner, die selbst in Minen investieren wollten. Die haben dann teilweise aus moralischen Gründen da nicht mitmachen wollen. Ja? Weil es einfach nicht zu verantworten ist. Und es gibt eigentlich keine, ich kenne kein einzige, es wäre eigentlich einfach zu sagen, also anstatt nur 500 Millionen in die Maschinen zu investieren, investieren wir mal 50 Millionen in die Community. Ja? Das gibt einen Reichtum im Umkreis von 100 Kilometer. Aber es wird nicht gemacht. Es wird rücksichtslos einfach nur ausgebeutet. Ich meine, wir müssen ja nur bei uns hier gucken, der Entwicklungshilfeminister von der CDU-FDP-Regierung hieß Dirk Niebel. Und der hat alle Initiativen platt gemacht und hat gesagt, das Einzige, was den Afrikanern und der Welt hilft,
ist die Privatwirtschaft. Und alle anderen Projekte wurden, denen wurde das Geld entzogen. Und der Dirk Niebel ist jetzt bei Rheinmetall der Cheflobbyist für die Waffenexporte, für die Panzerproduktion. Oder vor 2 Tagen war ein Porträt von einem Toxologen, also einem Wissenschaftler, der an der Uni ist. Und der hat die Glyphosat, ich kann das nicht aussprechen, Studien gemacht, die alle gefälscht waren, ja, oder zugunsten der Industrie. Der hat die Idee gehabt für die Versuche mit Diesel bei Affen, also das wurde ja umgesetzt, dass Affen als Versuchstiere, aber der wollte auch Menschen damit einbeziehen, das hat wohl nicht geklappt. Und der Mann hat von der Entwicklungshilfeministerin, die Frau, wie heißt die, ist eine SPD-Frau? Hendricks. Hat er jetzt den höchsten Orden der Bundesrepublik, den höchsten, den es gibt, überreicht bekommen für seinen Einsatz für die Umwelt. Das ist das Bundesverdienstkreuz mit am Band, mit Stern und keine Ahnung, was da noch alles dran hängt. Aber es ist der höchste Orden. Und für seine Verdienste um die Umwelt. Ich meine, krasser kann man Korruption und Vetternwirtschaft und so. Und das läuft bei uns hier, wo es immer noch, wenn man jetzt mal von der Tagesschau absieht und den Talkshows, gibt es ja immer noch auch eine demokratische Öffentlichkeit. Ja. Die spielt sich zwar weitgehend um Mitternacht ab, aber und wenn das hier geht, ohne dass es einen Aufstand gibt oder was, kann man sich gut vorstellen, wie das in Afrika und anderen Ländern aussieht. Ja. Ich hätte jetzt nochmal eine kurze Frage zu dem Ende des Films. Dieser Leserbrief, war das... War selbst überrascht jetzt, dass der da kam. Ja. Genau, aber das war jetzt sozusagen so eine Reaktion, das war jetzt nicht, oder kamen mehrere solcher Briefe bei Jan, oder? Kam schon einiges, ja. Also der kam wohl im letzten Moment, als wir da in den letzten Zügen lagen, und er hat uns dann so geärgert, dass wir den drangehängt haben. Aber das war schon so die Stimmung auch. Ja. Und die ist ja heute ähnlich, ja. Also nicht so durchgehend, aber ich meine, gegen Flüchtlinge und anders geartete, anders aussehende Menschen ist ja wohl auch immer noch ein Problem. Ja. Aber wir sollten vielleicht dann doch noch nach diesem Text noch ein Happy End wie in einem Spielfilm irgendwie gucken, ob wir noch eins finden und noch dranhängen. Hat da jemand einen Vorschlag? Ich bin Erzieherin vom Grundberuf, und einer meiner ersten Fortbildungen, die mich immer noch beeindrucken, war bei Jean-Claude Diallo. Und ich habe verstanden, er hat erzählt von den Erfahrungen seiner Kinder in deutschen Kitas. Ich habe am Bügel gearbeitet, und er hat gesagt, Er hasst es, und ich konnte es so gut verstehen, dass in Deutschland immer noch seine Kinder mit diesen Wer hat Angst vorm schwarzen Mann aufwachsen. Und ich bin auch Motopädagogin, und ja. Was für ein Pädagogen? Moto? Ja, das ist nicht, Moto ist Bewegung. Ja, damals war ich noch Pädagogin, jetzt bin ich Psychotherapeutin. Okay. Und was ich gemacht habe, eine Fortbildung in Psychomotorik. Psychomotorik. Für in München für ADHS-Kinder. Und ich habe nicht mehr gespielt, Wer hat Angst vorm schwarzen Mann, sondern Wer hat Angst vorm wilden Tiger seitdem. Also ich war neulich auf der Podiumsdiskussion zu Afrika Alive unter dem Titel, wie hat er das genannt? Afrotopia, nach dem Buch von dem Autor Saar. Und der hat ja die These vertreten, dass das Einzige, was Afrika auf die Beine helfen könnte, wäre, dass die Afrikaner darüber ein neues Selbstbewusstsein entwickeln, dass sie in ihre eigene Tradition gucken
und sich angucken, was sie eigentlich zur Entwicklung der Menschheit beigetragen haben. Und die Hochkulturen, die bei ihnen existiert haben und so weiter, in ihre Bildungsprogramme aufnehmen. Und er hat auch berichtet, er hat eine Universität gegründet in Afrika. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land, das habe ich vergessen. Wo, ja, vielleicht weiß es jemand. Senegal, glaube ich. Wo genau das in den Fokus gerückt wird und solche Leute in der neuen Generation ausgebildet, damit die eine Art Möglichkeit des Wachsens von neuem Selbstbewusstsein in die Bevölkerung tragen, die vielleicht eines Tages den Zustand auf diesem Kontinent ändert. Mir sind dazu diese Fakten eingefallen, also es sind über 4 Milliarden Menschen, die da existieren es hat eine Größe, die unvergleichbar ist mit Europa. Und die Frage, wieso eigentlich bei dieser unendlichen Fülle von Menschen, die es da gibt und Land, was es da gibt, tatsächlich dieser Kontinent nicht schafft, mit dem, was sich global entwickelt hat, fertig zu werden. Und es sieht ja so aus, als wäre das nicht zu schaffen. Als wäre die Tatsache, dass der Kapitalismus so total entgleist ist, und diese globalen Strukturen gebildet hat, die solche ungeheure Machtfülle entwickelt haben, als wäre das unmöglich, dass es noch eine Chance gibt, dass sich was anderes entwickelt, was dieser Macht sich entgegensetzen kann. Und da ist einfach mal meine Frage, wie schätzt du diese Möglichkeiten ein, die es unter Umständen geben kann, damit da eine Gegenkraft entsteht? Gute Frage. Ich gebe es dann mal weiter an jemand, der gut im Einschätzen ist. Ich bin da sehr schlecht. Da hinten ist ein Experte, ich sehe ihn, von Afroton. Ja, hallo. Okay, Afroton wurde jetzt schon genannt. Ich wollte jetzt keine Eigenwerbung machen, aber eigentlich bin ich der Experte des kleinen Mannes, weil ich denke, es geht nur, indem wir uns selbst bewusst werden, was wir tun und mit welcher Achtsamkeit, mit welcher Toleranz oder auch Augenhöhe wir dem anderen Menschen, egal welche Hautfarbe, begegnen. Wir machen, wir hatten leider nicht die Chance, in große Projekte einzusteigen, aber wir haben es geschafft, seit 30 Jahren auf Augenhöhe mit dem afrikanischen Kontinent Dinge aufzubauen, die auch nachhaltig Veränderungen bewirken. Und wir hatten auch die Ehre damals, als du den Film uraufgeführt hast in Sachsenhausen, für euch spielen zu dürfen und die äthiopische Küche zu bereiten. Und das hat uns viel Spaß gemacht. Der Jean-Claude nicht dabei, weil da ein wichtiges Fußballspiel war. Erinnere ich mich. Unter anderem ist so ein Projekt wie das, was jetzt hier seit über 20 Jahren mit diesem Festival läuft, auch ein Beispiel dafür, dass es Leute gibt, die sich kümmern und die ein Herz für ein Zusammenleben haben. Und das hat auch was nichts mit den Hautfarben Afrika oder Europa nur zu tun, sondern wir leben auch ein Beispiel hier in Frankfurt, wo verschiedene Religionen, Hautfarben miteinander versuchen, jeden Tag bei der Arbeit klarzukommen und einigermaßen vernünftig miteinander umzugehen, trotz aller Höhen und Tiefen, die das Projekt auch schon mitgemacht hat. Wir versuchen uns rauszuhalten aus der Welt, aus der extrem von oben finanzierten Förderung, Pseudoförderung von Projekten in Afrika, indem wir halt genau an der Basis vorfinanzieren zu 100% und zinsfrei und sehen, dass es auch Früchte trägt mit so einem Projekt wie in Ghana mit Geolikraft, der jetzt vor 1,5 Jahren auch umgezogen ist, neue Räumlichkeiten, wo die Leute auch ermutigt werden, hierher zu kommen und Dinge zu lernen und wir auch von ihnen lernen. Und ich habe eine Menge von Afrika gelernt, gerade auch in den kleinen Dingen, ob das jetzt die Freude ist, die mich begleitet. Und diese Dinge, an die sollten wir uns alle jeden Moment erinnern. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Diese kritische Masse ist noch längst nicht erreicht. Ja, ob das jetzt wie das gemacht werden kann, ich habe keine Ahnung. Sicherlich bringt Meditation was dazu und eine Einkehr und eine Umkehr auch in Verhaltensweisen, wie wir Konsum begreifen, wie wir uns bedienen an diesen armen Ländern, sogenannten, die eigentlich so reich sind. Und
da sollten wir ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und ich wollte eigentlich nur so einen kurzen positiven Aspekt dazu reinbringen. Es ist nicht nur alles schlimm und erschlägt uns von oben, sondern wir haben Möglichkeiten, was zu tun. Es gibt genug Projekte, die auch Beispiele bringen in den Fairtrade-Communities, wo nachhaltige Sachen passieren, die auch nachvollziehbar sind, die auch was verändern. Und da bleibt uns die einzige Chance. Danke. Ich nur zwischendurch schnell auf die Frage Einschätzung und so. Der Jean-Claude hat meines Erachtens die beste Einschätzung damals gebracht. Er hat gesagt, dass wir uns um Afrika gar nicht kümmern sollten, sondern um uns hier. Und das ist eine gewaltige Aufgabe. Ja. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, ob es den Ausdruck in Französisch gibt, gibt es da vivable? Die? Vivable, also er hat den vivable. Schönen Ausdruck von lebbar. Lebbar, ja. Das, den gab es vorher, glaube ich, noch nicht in Deutschland. Er hat gesagt, wenn wir hier die Gesellschaft lebbarer machen und da die Afrikaner sowieso den Europäern alles nachmachen, wenn es uns gelingt, hier die Gesellschaft zu verändern und lebbarer zu machen, dann machen die das auch. Und ich denke, das ist eigentlich die Lösung, ja, dass wir uns hier, aber die Aufgabe ist natürlich sehr viel schwerer, als für Brot für die Welt zu spenden oder so. Und wir haben mal einen Film vorgeführt und dann hat der Jean-Claude gesagt, ihr müsst uns in Ruhe lassen. Und dann hat jemand, so eine ältere Dame, die unglaublich engagiert war und sehr nett und lieb war, die hat dann gesagt, ja, aber wir können die Leute doch nicht verhungern lassen. Dann hat der Jean-Claude gesagt, doch, könnt ihr. Und dann hat sie die überraschende Aussage gemacht. Aber Herr Diallo, was wird aus uns, wenn wir nicht mehr helfen dürfen? Und ich finde, da hat sie das wirklich auf den Punkt gebracht. Ja. Ich wollte nur auch eine Bemerkung machen über diesen Begriff auf Augenhöhe. Das Gespräch zwischen, zum Beispiel, wenn man Projekte, die Vertreter von verschiedenen Ländern wie Bundesrepublik setzen sich mit der chinesischen Behörden, dass man auf Augenhöhe redet. Das für mich, ich bin kein Soziologe, aber ich finde ein bisschen verantwortlich, weil eben ist so. Auf Französisch sagt man, le droit implique un rapport de force. Das heißt, wenn ich Rechtsanspruch verlange, das heißt, ich muss in der Lage, wenn meine Partner meine Rechte nicht verfolgt, das etwas durchzusetzen, der ihn dazu zwingt, teilweise mich zu respektieren und meine Rechte in Anspruch, durchzusetzen. Teilweise. Und das ist nicht möglich in heutiger Situation, weil diese Augenhöhe-Diskussion kann nicht geführt werden bei Projekten. Was ich mehr verlange, das ist, der politische Wille. Der politische Wille besagt, dass wenn zwei Kontrahenten sich zusammensetzen, um über ein Projekt zu reden, die müssen erstmal, was den also Antagonisten oder was denen nichts zusammenbringt, im Hintergrund zu stellen und was Gemeinsamkeit erstmal im Vordergrund und darüber diskutieren. Während dieser Diskussion, dieser Vereinbarungen, dass die kommen näher zusammen und am Ende etwas in Praxis umzusetzen. Aber wenn am Anfang schon man wirft den anderen Korruption und Machenschaften, Gelder unterschlagen, dann entsteht eine vergiftige Atmosphäre, also zwischen beiden. Und das ist eben deshalb die Projekte, die diskutieren. Es gibt immer wieder um Vorfinanzierung erstmal. Das heißt, wenn Guinea mit irgendeinem Wasserprojekt hat, die Guinea verlangt irgendeinen Konzern oder eine Bank, die Firma, die durchführen soll, muss unbedingt irgendwie einsteigen mit Finanzierung. Und wer die Vorfinanzierung vorstreckt, hat einfach einen Vorteil eigentlich. Der kann nicht mehr sagen, dass die Koreaner sollen kommen mit deutschen Geldern, dort etwas billiger machen und umgekehrt. Deshalb diese Augenhöhe-Diskussion, das soll man einfach für meinen Begriff, jede Vorträge oder Podiumdiskussion wird da erwähnt. In Praxis ist nicht möglich.
momentan. Das muss man sich also einfach im Kopf stellen, dass man kann nur den politischen Willen verlangen. Und auch diese Gelder, die unterschlagen werden, die werden auf Banken, europäische Banken oder amerikanische Banken gelegt von unseren Leuten. Und heute mit diesem Finanzsystem durch Digitalsystem, keiner kann Gelder, also die verschoben werden, kontrollieren. Deshalb Paradise-Gelder oder so, ich würde die nennen Turbo-Gelder eigentlich, weil die werden geschoben mit Programme, die landen, die gehen in Südafrika, von da, die werden geschoben in Singapur und kann man nicht mehr folgen. Deshalb also wirklich muss man vorsichtig sein mit dieser sogenannten Korruption und so weiter und so fort. Okay, ja gut, ich denke, dann sollten wir jetzt auch zum Schluss kommen. Und ich hätte gerne den Jerome noch was erzählen lassen, weil vorhin war ja die Frage, ob es den Rassismus hier noch gibt und wie Jugendliche behandelt werden. Und in dem anderen Film habt ihr ja ganz schön mal geschildert, wie das aussieht. Da haben wir schon drüber gesprochen damals, genau. Und es ist immer noch, glaube ich, so. Ich gehe im Moment oder mittlerweile anders damit um, aber gibt es durchaus noch und man sieht es nicht täglich, aber man kriegt schon einen gewissen Eindruck von der Situation und das ist nicht schön, aber damit hat man sich langsam abgefunden und es wird sich auch nichts, glaube ich, in der Hinsicht ändern. Deswegen ist es so und man muss damit leben. So sehe ich das, leider. Gut, bevor wir alle tot umfallen, dann, oder? Ja, danke fürs Kommen.